Heute ist es endlich soweit. Wir werden Mami Longleg besiegen. Das Video heute wird leider nicht so bearbeitet sein wie sonst. Heute ist einfach so ein Tag, wo man wenig Energie hat. Was soll ich euch sagen? Aber wir werden die Mami heute besiegen. Also lasst doch gerne trotzdem ein Like da. Danke. This advanced obstacle course is designed to test your physical endurance. Dieser erweiterte soll deine physikalische Kraft testen. Ich kann mich bewegen, wenn die Lichter aus sind. Wenn die Lichter angehen, darf ich mich nicht bewegen. Ich darf mich nur umgucken. Du kannst dich wieder bewegen, wenn das Licht ausgeht. PJ Pagapiller wird dir folgen. Your test. Als ob ich Angst hab vor so einem komischen That's all. Ah! Good luck. Er ist da? PJ. Okay, wann geht's los? Der macht mir ein bisschen Angst. Wo ist Mami? Da. Es war immer so traurig, die Kinder gehen zu gehen. Sie nannten mich Mami, weil ich schon am ehesten eine Mutter war. Junge, ist das creepy. Und dann kamen sie für Spiele und nie wieder zurück. Sie brachten Mami dazu, alleine zu sterben. Aber du arbeitest hier. Also wenn irgendjemand verdient hat, allein zu sterben, dann bist du das. Wieso? Ich hab hier nur Oh Gott. Die Lichter sind aus. Ich darf mich bewegen. Alles cool. Ich darf mich nicht bewegen. Ich darf mich nicht bewegen. Mach die Lichter aus! Okay, komm schon. Beweg dich ein bisschen. Ich beweg mich nicht. Alles ist cool. Ich weiß gar nicht, wie schnell das Ding eigentlich ist. Soll ich hier Kann ich mich da dran festhalten? Okay. Der Hund kommt. Beeil dich. Komm schon. Die Ringe sind, glaube ich, einfach nur Lichter. Oh Gott, das Ding ist hinter mir. Das Ding ist hinter mir. Oder kann ich irgendwas damit tun? Oh, ich kann mich dran festhalten und ziehen. Wie nice ist das? Du gruseliger kleiner Köter. Da sind Rohre. Auf dem einen stand hart drauf. Medium easy. Ich möchte eigentlich durch easy durch. Aber es dauert zu lange. Ich nehme medium. Komm schon. Durch. Ich kann ihn nicht sehen. Alles cool? Ich habe ein bisschen Angst. Lass mich laufen. Komm schon. So schnell wie ich kann. Alles ist cool soweit. Die Lichter sind an. Ich weiß nicht, ob ich mich bewegen kann. In dem Rohr. Weil es wird schon verdammt dunkel hier drin. Ich bleib stehen. Ich glaube, das Ding ist hier mit mir drin. Okay. Lauf, Styli. Alles cool. Das ist der Ausgang. Also, bitte geh aus. Bitte geh aus, Licht. Bitte geh aus. Okay, ich will hier raus. Das war's schon? Oh nein. Das Ding ist da. Lass mich laufen. Alles cool. Ich darf mich nicht bewegen. Er ist ziemlich nah an mir dran. Da ist eine Stange zum Grabben. Komm schon. Oh mein Gott. Er ist so gruselig. Kann ich die grabben? Entschuldigung. Tut mir leid. Ich habe Angst, mich zu bewegen. Oder darf ich mich bewegen? Ich weiß es gar nicht. Ich Idiot. Hier war die ganze Zeit ein Loch. Hier sollte ich runtergehen. Okay, verfolgt mich das Ding noch? Ich habe ein bisschen Angst, weil ich höre noch die Steps. Du hast gewonnen. Komm zurück und Mami gibt dir den Code. Ich verspreche es. Wieso vertraue ich Mami nicht? Mama hat entschieden, dass du gewonnen hast. Ich vertraue Mama gar nicht. Ganz und gar nicht, um ehrlich zu sein. Oh mein Gott. Wir sind so weit gekommen. Wie soll ich rein, ne? Hundertprozentig. Oh Gott. Da geht's nicht weiter. Oh, wie kannst du nur?
Wo bist du? Wo bist du? Ich bin nicht hier, Mami. Du willst mir den Code gar nicht geben. Ich habe das Gefühl, du bist eine Böse. Und ich vertraue dir ganz und gar nicht. Oh mein Gott. Wo bin ich hier? Es sieht so aus, als müsste ich eine Kassette suchen. Und die liegt wahrscheinlich hier oben. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich soll das rotieren? Oh nice, das geht? Aber was ist meine Aufgabe hier? Ich habe die Kassette noch nicht gefunden. Ich soll zurück zur Game Station. Und dafür muss ich das irgendwie drehen. Das Problem ist, ich habe für diesen Fernseher hier echt keine Kassette. Beziehungsweise ich sehe sie nicht. Okay. Oh, es gibt zwei, die sich drehen. Der ist schon mal richtig. Und die hängen immer so zusammen. Ach so. So müsste es... So ein Mist. Aber lass mich hier lang gehen. Und was haben wir hier? Toy Scanner. Ich habe kein Spielzeug, um hier reinzukommen. Wir müssten ein Spielzeug mitnehmen. Kann ich hier einfach Bruh. Du kannst später sterben. Ich möchte aber nicht später sterben. Okay, wir kommen auf die andere Seite. Das ist übertrieben schwer an sich. Oh Gott, wo kommen wir hier hin? Fest hier. Miau, miau, miau. Oh, hier sind Spielzeuge. To be or not to be. Ach, das ist eine Biene. You and I were meant to be. Wir... Don't make me sting you. I'll do it. Ich steche dich. Get out of here. Du musst rauskommen. Just kidding. Go have fun. Ich mach Spaß. Hab Spaß. Das ist echt creepy. Hier sind zwei Griffe. Einer nach oben und einer nach unten. Wir gehen nach oben. So. Aber wohin müssen wir? Das ist die Frage. Ich bleibe jetzt erstmal hier. Da ist ein Knopf. Wir können die Seite der Laufbänder ändern. Ach so, okay. Die Spielzeuge fallen hier runter, was nicht gut ist. Das heißt, wir wechseln hier die Seite. Lassen das Spielzeug nach oben gehen. Verfolgen es ein bisschen. So. Hier darf das Spielzeug auch nicht runterstürzen. Das heißt, wir wechseln diese Seite hier, damit es weiter nach oben geht. So einfach ist das an sich. Und da fällt es schon wieder runter. Nicht gut? Wechseln wir die Seite. Perfekt. So einfach funktioniert das. Bis wir das Spielzeug haben. So, wir haben es. Die Seite wechseln wir auch noch. Und jetzt haben wir das Spielzeug. Perfekt. So einfach war das. Und jetzt gehen wir einfach zurück und rotieren das so, dass wir auf die andere Seite kommen, wo wir das Spielzeug brauchten zum Scannen. Ah, stylisch, schlau. So, und das müsste jetzt passen an sich. Und jetzt werfen wir das Spielzeug hier rein. Perfekt. Und die Tür öffnet sich. Wir sind so gut dabei. Okay, wir kommen hier durch. Sehr schön. Was sollen wir hier nur? Hier ist ein Lüftungsschacht. Das ist kein gutes Zeichen. Ich bin kein Fan von Lüftungsschächten. Oh, das sieht creepy aus. Da kommen wir nicht rein ins Warenhaus. Hier haben wir wieder einen Fernseher mit einer Kassette und Energie. Die wir brauchen. Okay, dann lass uns erstmal in den Lüftungsschacht auf der anderen Seite langlaufen. Hier ist die Energie. Okay, wie machen wir das hier? Ich wollte da nichts runterwerfen. Okay, rüberschwingen. Oh Gott, das ist ja voll kompliziert. Wir brauchen hier die Energie. Keine grüne Hand hier, okay. Ich merk's mir. Irgendwas passiert hier gerade. Ich weiß aber nicht was. Rüberschwingen. Und vielleicht hier drauf. Nee, das funktioniert nicht. Ah, diese grüne Hand. Das Ladeding. Okay, wir haben es jetzt aufgeladen. Und drüber. Und aufladen. Perfekt, die Tür ist offen. Und jetzt von hier aus nehmen wir das Stromding. Oh nein, komm schon, komm schon, komm schon. Wir haben es gemacht. Wir haben es geschafft. Was auch immer wir jetzt getan haben, ich weiß es nicht. Kommen wir jetzt hier irgendwie weiter? Das hier geht nicht auf, aber die Türen bleiben... Irgendwas Großes öffnet sich. Irgendwas Großes öffnet sich.
Aber ich weiß nicht was. Oh, ich glaube, die Tür zur Toy Station. Hallo? Was ist passiert? Entschuldigung? Wieso bin ich runtergefallen? Das ist nicht gut. Was? Ich hab dich gefragt, fair zu bleiben. Und du hast gecheatet. Ich hasse Cheater. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab wirklich Angst. Das letzte Spiel heißt Versteck dich. 10, 9, okay. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Oh mein Gott. Lauf, Styli. Ich hab wirklich Angst. Das ist nicht witzig. Ich dachte, wir sind cool jetzt. Ich dachte, wir sind wirklich cool. Oh, wir können hier durch. Durch die Wand. Sehr schön. Das scheint richtig zu... Hier können wir auch durch die Wand. Sehr schön. Oh Gott, das sieht hier creepy aus. Das ist eine Unterhose. Was macht hier eine Unterhose? Lauf, lauf, lauf. Es ist so dunkel. Es ist so verdammt dunkel. Da ist ein Hebel. Okay, wir können da lang. Oh nein, das erinnert mich an Huggy Wuggy. Oh mein Gott. Eine kleine Star. Ich hätte die gerne eingesammelt. Ich hätte die echt gerne eingesammelt. Exit. Ist das wirklich der Ausgang? Wieso funktioniert der Hebel nicht? Wir müssen was tun. Irgendwas müssen wir erledigen. Nur was? Wieso muss das Spiel auch ausgerechnet Hide and Seek heißen? Okay. Hier sind 4 Hebel. Ich drücke die einfach alle. Obwohl das wahrscheinlich... Das ist falsch. Wir müssen uns erstmal hochziehen. 1 ist rot. 2 ist blau. 3 ist grün. Rot, blau, grün. Rot, blau, grün. Und dann schätze ich mal, kommt gelb. Das muss... Ja, genau. Oh, Styli ist richtig. Ich bin gar nicht so doof. Lauf, 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 lauf. Alles cool. Das ist der letzte Chase wahrscheinlich. Oh, 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 nicht gut, nicht gut. Mami, komm von da. Was soll ich tun? Wohin soll ich denn? Was sind das für komische Geräusche, die sie macht? Ich laufe. Kriege ich den Exit nicht auf vielleicht jetzt? Wieso ist das abgesperrt? Was soll ich tun? Mami? Wo sollte ich denn langlaufen? Let's get it. Du läufst weiter. Soll ich einfach warten? Oh Gott. Du weißt nicht, wo ich bin? Ist das gut? Kann ich unbesorgt wieder nach unten laufen? Weil ich glaube, das ist richtig, was ich hier tue. Der Sound ist auf jeden Fall vorbei. Ich laufe jetzt einfach wieder hier lang. Ich habe Angst, dass du jetzt in der Richtung bist. Alles cool? Oh mein Gott. Das sieht gut aus. Do you not enter? Und hier haben wir etwas, um grüne Energie zu sammeln. Und die sollen wir dorthin tun. Okay, was... Was ist denn das für ein Folterofen? Oh. Das kommt hier rein. Ich verstehe. Und wir können das aufziehen. Warte mal, muss ich dafür den Ofen zum Brennen bringen? Let's go. Let's go. Der brennt. Ich bin mir nicht sicher. Oh, wir können den einfach öffnen? Das wusste ich doch nicht. Was sollen wir jetzt damit? Wir haben irgendwas gesammelt. Ich habe keinen Plan, was wir damit sollen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, es hat was hiermit zu tun. Oh, wir haben es eingesetzt. Und wir haben sogar eine kleine Liste. Und jetzt können wir den Hebel hier ziehen. Und der öffnet dieses Gate. Oh mein Gott, okay. Wir sind gut dabei. Wir sind sehr, sehr gut dabei. Oh, oh mein Gott, wir sind doch nicht so gut dabei. Entschuldigung, Mami. Wieso übertreibst du so? Wieso willst du dich nicht mal entspannen? Was habe ich dir getan? Ich kann nur hier reingehen. Okay, alles cool. Komm schon. Die Tür ist zu. Hier sollte Mami nicht mehr reinkommen. Und wenn sie den Ofen anmacht, wären wir doch jetzt total am Popo. Hallo, Mami? Du bist nicht hier. Warte mal, wohin soll ich denn jetzt? Komme ich hier weiter? Oh, wir können weiterlaufen. Wie nice ist das denn? Hier ist ein Hebel.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Wieso kommst du jedes Mal? Du, oh, oh mein Gott, deine Hand! Ich komm da nicht weiter! Ich soll hier lang! Oh Gott, das sieht nicht gut aus! Das macht mir richtig Angst! Was ist das für ein Scheiß? Kann ich darüber springen? Wo lang soll ich? Ich laufe einfach! Oh mein Gott, ich hab Footballes gedrückt! Das ist nicht gut! Das ist nicht gut! Deine Hände sind ja überall! Bitte lass mich einfach verschwinden! So schnell ich kann! Oh Gott! Ich halte mich recht! Blöde Kuh! Oh Gott, ich hab Angst! Alles ist cool! Sie ist hinter uns! Soll ich hier lang laufen? Ich weiß es nicht! Oh, schwing dich rüber! Perfekt, mein Freund! Wir kriegen das hin! Was ist das hier? Ich weiß nicht, wo ich bin. Ist das der richtige Ort? Wir müssen die Tür öffnen. Bitte beeil dich. Mami? Verfolgst du uns noch? Sind wir entkommen? Die blaue Hand! Die nimmst du mir jetzt nicht weg, oder? Oh nein. Komm schon, Charge. Ich hab ein bisschen Angst. Ich höre was. Nein, 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 sie kommt auf mich zu. Beeil dich! Beeil dich! Beeil dich! Beeil dich! Oh mein Gott! Oh! Das ist das Ding! Haben wir es geschafft? Oh mein Gott! Was habe ich getan? Ich habe dich besiegt! Und ich trete nochmal auf dich drauf! Alter, ist das ein brutaler Tod. Verdammt, Alter, was für eine Schuhgröße hast du, Mami? Ich nehme deine Schuhe. Was? Was ist das? Oh Gott, ist das der Chapter 3 Gegner? Da öffnet sich auf jeden Fall die Tür. Die Tür öffnet sich, weil wir Mami besiegt haben? Oder öffnet jemand anderes uns die Tür? Okay. Ich schätze, wir müssen jetzt einfach zurück zum Zug gehen und den Zug als Ausgang benutzen. Aber wo bin ich hier? Ist Mami jetzt wirklich tot? Let's go. Alles easy? Die Tür ist zu? Alter, wir sind aber ziemlich tief unten. Wie geil ist das gemacht? Oh, wir sind ziemlich weit oben. Es tut mir leid, genau andersrum. Okay, was ist hier? Oh, Poppy. Habe ich dich befreit? Guckst du mich jetzt einfach nur so... Hast du sie getötet? Gut. Okay, Poppy, du warst gerade ziemlich gruselig. Okay? Komplett anders als sonst. Oh mein Gott. Das wurde Zeit! Lass uns rutschen! Ping. Always stick with a butt. Ja, du brauchst immer einen Freund. Und wir haben den Zug. Und wir haben den Zug. Oh mein Gott, Stiley hat den Zug. Grüne Hand. Die haben wir natürlich. Die hatten wir eigentlich schon vorher. Hätten wir vorher auch in den Zug gehen können? Okay, der Traincode 3. Oh! Ich will hier raus! Startet der Zug mal? Chuchu, Motherfucker! Oh, da hängt doch ein Spielzeug, ein goldenes. Kann ich das von hier aus? Natürlich kann ich es nicht sammeln! Aber wohin fahren wir jetzt? Direkt in Chapter 3. Da ist ein Sie hat mich zurück in das Case gepackt. Du hast mich gerettet. Du bist perfekt. Zu perfekt, um zu verlieren. Es tut mir leid. Ich kann dich nicht verlassen lassen. Ich habe niemanden getroffen wie dich. Weißt du, wie lange ich in diesem Case gefangen war? Gut. Zu lang. Es gibt so viele so viel Zeit zum Reflektieren. Ich weiß ganz genau, was ich tue, wenn ich frei bin. Ich weiß, du bist würdig, alles zu tun, was ich zu tun habe. Was?
Ich sag doch, Poppy ist böse. Es ist eine verdammte Puppe. Puppen sind immer böse. Oh mein Gott, und wir sind richtig schnell. Wie tief ist diese verdammte Fabrik? Komm schon. Oh mein Gott, stopp den Zug. Bitte. Ich bin viel zu tief drin. Oh mein Gott, das ist... Ich hasse dich, Poppy. Wirklich, aus tiefstem Herzen hasse ich dich. Was sind das für Schritte? Playcare. Chapter 2, Fliege in einem Netz. Danke, Poppy, dass du mein Leben ruiniert hast. Ich hasse dich wirklich, Mann. Leute, das war's mit Chapter 2. Wir werden noch ein paar Videos dazu machen, aber jetzt möchte ich erstmal andere Sachen sehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Schaut euch die alten Folgen an. Ihr könnt sie in einem Rutsch schauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich hasse Poppy. Bis dahin. Bye, bye. She picture perfect, so I told him I'm a flicker.